Doch wir beginnen erst einmal mit einem etwas anderen Thema, denn das 17. Brückenfest lockte am 1. Mai wieder hunderte Frankfurter an die Oderpromenade. Ein Fest der besonderen Art. Symbolisch steigen sie vor der Stadtbrücke hinauf, die Luftballons mit der für Freiheit und Frieden stehenden Taube. Denn hier wurde am 1. Mai zum 17. Mal das beliebte Brückenfest gefeiert. Die Sonne macht mit und es gibt genug zu sehen und zu diskutieren. Ja, mal sehen, was so kommt. Vielleicht finden wir ein paar Bekannte. Mal sehen, was Neues die Wahl bringt uns. Ne? Große Hoffnung oder kleine Hoffnung. Kleine Hoffnung haben wir hier, wachsen. Ne? Aber es ist allerhand Betrieb. Finde ich auch gut. Wie es sich für den Tag der Arbeit schon seit Jahrzehnten gehört, gab es im Vorfeld eine Mai-Demonstration. Circa 100 Mitläufer setzten sich für den Kampf um gerechte Mindestlöhne ein. Ich demonstriere für den Mindestlohn für 7,50 Euro als gesetzliche Grenze. Das Brückenfest war auch in diesem Jahr bei herrlichem Sonnenwetter ein Anziehungspunkt für tausende Besucher. An mehr als 40 Ständen präsentierten Parteien, Gewerkschaften, Vereine und Organisationen ihre Arbeit und erfüllten das Fest mit Leben. Es macht einfach Spaß. Also mir macht Spaß, heute hier zu sein. Und denen, die Pflanzen gebracht haben, hat Spaß gemacht. Und denen, die Pflanzen sich abholen, macht es natürlich auch Freude. Also insofern rundum ein schöner Tag. Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher ausreichend gesorgt. An verschiedenen Ständen gab es Leckeres und Deftiges aus Topf und Pfanne. Auch das kühle Eis stand hoch im Kurs. Na, bist du 200 Kugeln jetzt schon. Also war schon gut. Vielen Kinder da gewesen. Macht Spaß. Ein harmonisches Fest, das zum Nachdenken und Handeln anregte und viele Gespräche initiierte. Musik